Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an den VfL Bochum zum 2:1-Sieg heute Abend. Dann möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, mich zu entschuldigen für die Aktion mit der Wasserflasche, die ich geworfen habe. Ich bin dadurch ein schlechtes Vorbild gewesen, es gucken genug Kinder vielleicht zu. Von daher darf mir sowas nicht passieren. Ich habe den Schiedsrichter nicht beleidigt, ich habe den Schiedsrichter kein Schimpfwort an den Kopf geworfen. Es war lediglich das Schmeißen der Flasche, um das mal klarzustellen. Ja, zum Spiel sind wir gleich bei der Aktion, die logischerweise danach passiert ist. Kriegen wir ein fragwürdiges Tor. Muss ich einfach sagen, dass meine Mannschaft klasse wieder zurückgekommen ist, sich in die Partie gebissen hat, eine tolle erste Halbzeit gespielt hat, viel Ballbesitz gehabt hat, sich gut durchkombiniert hat, viele Zweikämpfe gewonnen hat. Also letztendlich ist unser Matchplan absolut aufgegangen. Leider steht es 1-1 statt 1-0 für uns. Ja, die zweite Halbzeit wussten wir, dass der VfL Bochum Nummer 4 investieren wird. Dann gab es eine kleine Umstellung beim Gegner, sodass wir nicht mehr ganz so in unser Spiel reinkamen. Nichtsdestotrotz war es so, dass ich von oben nie das Gefühl hatte, dass es irgendwie brenzlig werden könnte, weil wir es sehr gut verteidigt haben, weil wir sehr gut die Räume zugemacht haben. Und ich hatte eigentlich auch der Mannschaft gesagt, wir werden nochmal unsere 1, 2, 3 Umstellaktionen haben, sodass wir dann auch den Siegtreffer erzielen können. Es ist sehr, sehr bitter, dass wir heute verloren haben. Mehr will ich auch zu der Schiedsrichter- oder zu den Schiedsrichterentscheidungen auch gar nicht sagen. Es gibt einen Kollegen in der Bundesliga, den ich sehr schätze, den Christian Streich. Der hat die letzten Wochen, glaube ich, auch viele Entscheidungen über sich ergehen lassen müssen, die nicht so ganz einfach für den Verein waren. Und ähnlich ist es bei uns jetzt auch. Gegen Duisburg schon fragwürdig, heute auch fragwürdig. Es ist sehr, sehr bitter in der jetzigen Situation und von daher geht es jetzt Blickrichtung auf meine Mannschaft, die heute eine gute Leistung gezeigt hat, aber leider nicht belohnt wurde in Form eines Punktgewinns oder gegebenenfalls sogar 3 Punkten. Vielen Dank, schönen Abend noch. Begonnen hat das Spiel natürlich gut für uns. Früh 1-0 in Führung, aber es ist nicht gut weitergegangen. Ich glaube, wir haben heute insbesondere in der ersten Halbzeit kein sehr gutes Spiel gemacht, hatten tatsächlich viel Probleme mit der Spielanlage von Aue, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich denke, als Kompliment zu verstehen ist, wenn an den Gegner, wenn ich sage, dass wir heute zweimal taktisch anpassen mussten in der Halbzeit, das erste Mal nachher nochmal korrigieren mussten, um einen besseren Zugriff zu kriegen auf den Gegner. Das machen wir eigentlich immer ungern, uns nach dem Gegner ausrichten, aber aufgrund der ersten Halbzeit ist uns eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, weil Aue einfach in der Spielanlage, im Spielaufbau den freien Mann jedes Mal gefunden hat und wir das nicht unterbunden bekommen haben. Das war in der zweiten Halbzeit natürlich wesentlich besser, ohne dass es an die Leistungen angeknüpft hat, die wir schon dieses Jahr gesehen haben in den letzten Spielen. Aber es war auf jeden Fall dominanter, war mehr Ballbesitz und wir haben auf einmal wieder Läufe gehabt. Allerdings sind natürlich beide Mannschaften zweimal jeweils frei auf den Torwart zugelaufen. Also beide hätten ihre Chance dann auch nutzen können, in Führung zu gehen. Und letztlich glaube ich, dass wir dann in der zweiten Halbzeit etwas dominanter waren, etwas mehr Druck ausgeübt haben. Natürlich die rote Karte uns dann auch noch gut zu Gesicht stand. Und so haben wir ein sehr, sehr taktisch geprägtes Spiel, ein sehr anspruchsvolles Spiel. Ja, vielleicht waren wir tatsächlich heute glückliche Sieger. Und, aber ich muss wirklich sagen, Aue ist eine Mannschaft, die eine taktische Handschrift hat. Und das war sicherlich taktisch in den letzten Wochen für uns eines der anspruchsvollsten Spiele. Und das haben wir nicht immer gut hinbekommen. Es hat lange gedauert, bis wir es zu unseren Gunsten haben drehen können. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir auch rechnerisch die Liga jetzt erhalten haben. Und mit 47 Punkten wird es auch langsam Zeit, dass das rechnerisch durch ist. Und so, jetzt freuen wir uns auf die letzten 2 Spiele noch. Herr Dutz, Sie haben es im Grunde gesagt, Klassenerhalt ist in Sack und Tüten, dafür sind Sie ja angetreten. Die Mannschaft hat aber jetzt vielleicht auch in der Euphorie des Sieges gesagt, jetzt wollen sie auch Platz 3. Würden Sie es unterstreichen, wenn es jetzt noch möglich ist, das Unmögliche, was unmöglich schien, noch zu erreichen? Ja, wir haben es ja nicht in unserer Hand. Natürlich können wir uns alle heute in der Tabelle freuen, dass wir 2 Punkte hinter Kiel sind, aber die spielen ja noch. Also zumindest können wir uns gemütlich morgen zurücklehnen und wenn es dann so ist, dass am Ende des Spieltages es 2 oder 3 Punkte sind, ist doch klar, wenn du den Klasse erhalten hast, dann auch, dass du dann auch versuchst, die letzten zwei Spiele zu gewinnen und zu sehen, was dann dabei rauskommt. Aber was soll man da heute schon wieder drüber philosophieren? Die gewinnen morgen die Kieler und dann sind es immer noch 5 Punkte und das ist, und Bielefeld ist noch vor dir und Regensburg und das ist natürlich schon verdammt viel für 2 Spieltage, aber ja, ich glaube,
wir in Bochum können alle froh sein, dass wir jetzt diese Fragen gestellt bekommen. Die anderen kann keiner mehr hören.